wir gucken als erstes, würde ich sagen, ins neue Satter Hugo-Video rein. Let's go! Bruder, Mann! Uwe? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Na, ni, na, na, na. Na, ni, na, na, na. Hey! Hey! Sag mal, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte mich nur kurz einmal duschen. So, was krieg ich jetzt als Zehnter? Vor mir kriegt er einen Stern. Eine Münze. Bringt mir gar nichts, Digga. Eine Münze. Ja, er kriegt hinter mir natürlich die Rakete. Das ist der Pumuckl, du weißt doch, wie das ist. Noch einmal Pumuckl, Alter, und ich steck dich hinten in den Müllwagen rein. Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da, hurra. Der Pumuckl ist da. Ah, Pumuckl, der muss ja ein bisschen schneller sein. Hoppa. Was da, sie kriegst du hier Ding? Eine Bombe kassiert, Auto. Bruder, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid geisteskrank. Mann, ich seh nix! So muss das Dagobert Duck gehen, Digga. Es sieht einfach nichts mehr vor Geld. Mit dem Statement fahren wir fort zum nächsten TikTok. Das passiert oft bei so Stangen. Die musst du richtig gut an der Decke befestigen, als auch auf dem Boden. Vor allem in so Wohnungen. Und dann, ich glaube mal, weil das in Amerika ist, hat die ja, Rehgipswände, denke ich mal. Hohlraumdübel braucht die Dame. Hohlraumdübel. Wake me up before you go. Wie Aquarium. Dein Aquarium brennt. Ach komm, ey. Otze, dein Aquarium brennt. Oh mein Gott, was für ein schlechter Joke, Digga, wirklich. Ja, ja, ja. Also komm, ihr seid solche... Ach, scheiß drauf. Ja, ja, ja. Ich denke, wenn du eine Noble Chair kaufen willst, ja, 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 musst du auf den Black Friday warten. Soviel ich weiß, gibt's keine regelmäßigen Rabatte bei Abschluss bestätigt. Ach, der ist für die Kuh, dass ich mal gelassen bin. Okay, schade, Mann. Memo. Boah, so Junge, was hat die denn für eine Gött? Was ist das für ein GTA-Mod, Junge? Das ist so dumm. So, jetzt bin ich bereit zum Küssen. Komm her, du geile Sau. Oh, ist der groß. Keine Frau? Ich sehe eine Frau. Keine Frau? Ich sehe eine Frau. Oh mein Gott. Yes, Baby, wow! Da ist er doch, Mann. Wo warst du denn? Herd, hi, Max. Hi. Alter, wir sind auf dem Schiff, oben. Hä? Ist er gar nicht. Was? Was? Der hat ihn mit Trimax verwechselt? Nein. Nein, 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 nein. Wo warst du denn? Herd, hi, Max. Hi. Alter, wir sind auf dem Schiff, oben. Nee, das kann nicht sein Ernst sein, oder? Ist er gar nicht. Fuck the fuck. Junge, was dachte sich auch vor allen Dingen, hieß der auch Max oder hat er einfach nur Hi gesagt? Mit einem tosenden Applaus begrüßen wir Maximilian Kurt Alexander Stemmler, aka Trimax. Boah, diese Drogen, Alter. Oh, ich weiß genau, wo die da sind. Hamburg, Hafen City. Die sind auch schon verbogen, ey. War Trimax schon da, oder was? Kann ich einmal Mikro? Wie damals? Kannst du? Ja, ja, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur European Poker Tour live aus Monaco. Ja. Was soll das? Wir gehen. Die war richtig mad. Ui. Vorhin kurz gedacht, ohne Scheiß, Robert Geis lässt sich das Event nicht entgehen, ne? Sebastian Mayer, das ja, ja, wusste ich gar nicht. So ein deutscher Name. Christoph heißt, Alter. All the small things, true care, true things. Oh, oh, was ist jetzt los? Der ist gerade über uns. Da ist noch einer! Wo ist er? Wo kommen die alle her? Da ist noch einer. Da oben! Da, da oben ist er! Modern in the war! Modern in the war! Alter, mit rauf! Schieß im Flug, Junge! Alter! Ey, Digga, was ist das? Der ist aufs Wasser aufgeprallt. Junge! Bro, der hat sich sowas von aus dem Gulag rausgedreht. Weiter spielen. Warum ich? Moin! Was ist denn das für ein Game? Was ist das für ein Game gewesen, Chat? Für ein Horror-Game? Okay, weiß nicht, ob ich das wirklich wissen will, um ehrlich zu sein. Ach, das war Visage? Chat, ich hab dreimal schon in meinem Leben Visage angefangen. Und ich hab's dreimal beendet. Wirklich.
Und ich weiß auch nicht, wie Leute sagen können, dass Visage das beste Horrorgame. Genghis sagt, dass das beste Horrorgame ist Visage. Ich kann das Spiel nicht spielen. Eine rote, komm. Schneller. Richtig. So. Und jetzt beiseite mit dir, du Schmutz. Warum? Digga, es ist halt so ein undankbares. Kann ich nicht mehr. Worauf so weisen bad. Solche Verkehrszeichen hin? Das macht immer Ausschlussverfahren. So muss man da rangehen, okay? Es ist nicht die Entfernung zur Tankstelle und es ist nicht die Autobahn. Es ist die Nummer einer Europastraße. Wie viele Fehlerpunkte darf man haben, damit man das noch besteht? In der dargestellten Weise angebracht werden? Nee, dann ist das Kind tot. Darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden? Darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden? Das Gleiche. Es ist... Verkaufe Quad, liest euch als erstes die Beschreibung durch. Verkaufe Quad, den hab ich für 1000 gekauft. Ich bin eine Stunde damit gefahren, dann ist er einfach ausgegangen. Ich finde den Schlüssel nicht mehr. Das Schloss muss gewechselt werden. Darf ich auch mal wieder ein Band? Ich würde es kaufen, oder? Ich habe hier noch einen Sub, den ich gerne nutzen würde. Kannst einen ganz normalen Entbannungsantrag stellen. Ich werde schauen, warum du gebannt bist, aber ich werde dir nicht entbannen. Rein aus Interesse halber schaue ich mal, warum du gebannt worden bist. Oh, ja. Den habe ich gesperrt. Huch, bist entbannt. Er hat geschrieben, du bist schlecht. Hey, okay, ich fühle das ein bisschen, Junge. Okay? Hallo. Ich mach dann meinen Job weiter, ne? Warte kurz. Ja? Und lass die Schuhe aus. Ja. Ja, was ist denn? Ich mach meinen Job weiter oder soll ich sie wieder mitnehmen? Was? Soll ich sie wieder mitnehmen? Ich telefoniere gerade, du siehst doch deinen Hörer am Kopf ab. Warum schnatterst du mich von der Seite die ganze Zeit an? Meine Fresse! So, jetzt nochmal bitte. Was ist? Sag mir, dass du lost bist, ohne mir zu sagen, dass du lost bist. Wie kann ich meine Sachen anziehen? Shift-Links-Klick am besten. Er trinkt 4 Heilungstränke mit Full HP. Du hast Heilungstränke getrunken. Achso, ich dachte, die heilen mich so über Dauer. Max, Junge, holy shit. Okay. Wissen wir mal. Digga, Max spielt doch am Tag 1000 Stunden Minecraft. Seit Jahren. Wie geht das? Ach, der Problem ist, gibt's oder was? Moin Moin, Jungs, was geht, Digga? Moin Moin, alles klar? Gibt's hier ein Problem, du Arschloch? Wie Arschloch? Da musst du doch nicht gleich beleidigen, was ist denn los? Wie, was ist denn los, Digga? Was machst du hier, Digga? Ja, sag mal, warum bist du denn so aggressiv drauf? Alles easy, Digga. Besser ist. Hallo, Hering. Was soll das, Digga? Auch ganz kurz einmal seine Tasche bitte kontrollieren. Hey! Was ist los hier? Ja, Zuckeranfall, Digga. Ey, schön, dass ihr alles macht. Das ist nicht Monte, das ist sein Fake. Junge, da kann jemand so gut Monte imitieren. In eurem Leben. Ey, wie du fährst it, rüber. Kann man so gut sein. Das Geräusch. Einer ist nur für Döner, einer ist nur für Gemüse. Gemüse. Das müssen Sie beachten. Die Angabe zur Last. Macht jetzt jeder gerade irgendwie Führerschein? Ach, Last. Mann, Mann, Mann. Chat, ich habe meinen Führerschein schon mit 17 gemacht. Ich habe es geschafft. Okay, gerade habe ich den Führerschein nicht. Das stimmt. Das ist eine ganz witzige Sache. Und ja, was auch witzig ist, ist, vielleicht muss ich den ja noch mal nachmachen oder eine besonderes psychisches Gutachten machen, indem ich noch eine weitere Prüfung mache. Dann könnte es sein, dass wir im Stream anfangen, für den Führerschein zu lernen. Das könnte sein, dass dieses Jahr noch passiert, ja. Mal gucken. Alex freut sich gerade darüber am meisten über das Geschenk. Ihr fragt euch jetzt, warum freut sich Alex am meisten über das Geschenk? Naja, das hat hier 4 Löcher und muss an die Wand montiert werden. Und ich kann das nicht. Und das zählt als technisches Equipment. Also ist das auch nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich, sondern in dem Zuständigbereich von Alex. Wie viele Kommentare hab ich? Digga, ich wünschte wirklich, genau so eine Person hätte ich. Nee, Also, Chat, falls da jemand draußen ist, der sich gut mit Technik auskennt und Lust hat, für mich zu arbeiten. Ich habe hier eine kleine, ich sag mal, 6 Quadratmeter Zimmer, 7, 8 Quadratmeter Zimmer.
und das könnt ihr gerne beziehen. Das heißt, ihr wohnt dann quasi mit mir in der Wohnung. Ihr müsst mir dann quasi immer helfen, wenn es technische Probleme gibt. Und ihr habt sogar einen eigenen PC, über das ihr alles denn managen könnt. Ja? Ihr dürft dafür hier umsonst wohnen. Und ihr dürft meine Katzen streicheln. Was sagt ihr dazu? Für eine Huni in der Stunde bin ich aber. Huni in der Stunde. Warte, was war da gewesen? Nicht nur die Katzen-Chat. Junge, nein, mich dürft ihr nicht streicheln. Ich möchte gerne eine nicht sexuelle Beziehung in der Wohnung führen. Krieg ich den Tesla dann, bis du den Führerschein wieder hast? Ey, vielleicht verstehst du das nicht ganz. Aber der Führerschein und der Tesla ist gleich lang weg, du kleines Stück. Habe ich denn unter dem Video von mir? 2500 Kommentare. Schau mal, ABK, du hättest unsere Kanäle doch gleich runterskalieren können, oder nicht? Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich glaube, hier kauft jemand Kommentare. 7000 Kommentare. Was läuft denn da? Huch. Ui, Memo, guck mal da. Habe ich es geschafft? Also ich muss mal gucken, wo mein Stromanschluss ist, Digga. Ist hier eventuellerweise eine 2-Euro-Donation auf dem Boden? Ich gebe dir für die Katze 100 und für dich 1000 zum Streicheln. Okay, you simp. Für 1000 Euro darfst du mich gerne streicheln. Das ist okay.